Dürz für die CDU-CSU-Fraktion Augsburg-Land. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der freie Verkehr von Waren ist einer der wesentlichen Grundpfeiler des europäischen Binnenmarktes. Dazu gehört auch der freie Verkehr von elektrischen und elektronischen Geräten. Ein Markt, der gerade auch für deutsche Unternehmen und Verbraucher von großer Bedeutung ist. Und es hat sich gezeigt, dass das Funktionieren des Binnenmarktes für elektrische Betriebsmittel am besten durch Regelungen und auf Ebene der Europäischen Union gewährleistet wird. Eine nationale Regelung durch die jeweiligen Mitgliedstaaten ist einer gemeinsamen Regelung auf Unionsebene weit unterlegen, da hier ein erheblich größerer Aufwand nötig wäre, um Konformität und Verträglichkeit von Geräten herzustellen. Daher ist die Regelung ein gutes Beispiel für Subsidiarität, wie sie Artikel 5 des Vertrages von Lissabon vorsieht. Die Europäische Union hat bereits im Jahr 1989 eine erste EMV-Richtlinie veröffentlicht. Mittlerweile hat die EU die Richtlinie zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit im Jahr 2014 neu gefasst, um die Harmonisierung innerhalb Europas weiter voranzutreiben. Das Ziel ist ein möglichst störungsfreier Betrieb aller elektrischen Geräte und Anlagen europaweit. Es soll damit verhindert werden, dass beim Betrieb elektronischer Geräte anderer Geräte in ihrer Funktionsfähigkeit gestört werden. In Deutschland ist das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, kurz EMVG, grundlegend. Der Gesetzentwurf, wie er uns heute vorliegt, novelliert das aus dem Jahr 2008 geltende EMVG, um den Vorgaben der neuen EU-Richtlinie nachzukommen. Es geht dabei in erster Linie um eine Anpassung des Gesetzes an neue Gegebenheiten. Entsprechend werden neue Definitionen und Pflichten der Wirtschaftsakteure aufgenommen, sowie die Instrumente und Verfahren der Marktüberwachung überarbeitet und zur Harmonisierung der Verfahren an die entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt angeglichen. Die grundlegende Konzeption des EMVG mit seiner abgestuften Verantwortung einzelner Wirtschaftsakteure sowie der Privilegierung bestimmter Anwendergruppen bleibt dagegen unverändert. Ich komme nachher noch darauf zurück und werde dann auch auf den Kollegen Lenkert kurz eingehen. Grundsätzlich ist es das Ziel des EMVG, ein verträgliches Nebeneinander der wachsenden Vielfalt elektrischer Betriebsmittel, wie zum Beispiel Rasierer, Küchenmaschinen, TV-Geräte sowie Industrie- oder auch Breitbandkabelanlagen zu schaffen. Das EMVG erfasst daher alle Geräte, die elektromagnetische Störfelder verursachen können, wie zum Beispiel Netzteile, Festplatten und Lautsprecher und alle Geräte, die solche Komponenten enthalten, also zum Beispiel Computer, Radios, Stereoanlagen und Fernseher. Damit diese Geräte störungsfrei genutzt und betrieben werden können, müssen diese bestimmte Anforderungen erfüllen. Das EMVG regelt sowohl die Bereitstellung auf dem Markt als auch das Lagern, Weitergeben, Ausstellen, Inbetriebnehmen und Betreiben von Betriebsmitteln. Betriebsmittel sind Geräte und ortsfeste Anlagen, die elektromagnetische Störungen verursachen können oder die durch elektromagnetische Ausstrahlung gestört werden können. Prinzipiell verfolgt das Gesetz zwei Wege, wie der möglichst störungsfreie Betrieb von Betriebsmitteln gewährleistet werden kann. Zum einen, sie sollen so beschaffen sein, dass sie andere Geräte und Anlagen möglichst wenig stören. Und zum zweiten, sie sollen zugleich selbst von anderen Geräten möglichst wenig gestört werden können. Dies geschieht anhand europaweit harmonisierter technischer Normen, denen die Betriebsmittel entsprechen müssen, EU-Konformität und CE-Kennzeichnung, bevor sie auf dem Markt bereitgestellt und betrieben werden dürfen. Zur Sicherung des freien Warenverkehrs in Europa halte ich es für absolut sinnvoll, dass diese Anforderungen auch europaweit weiter harmonisiert werden. Ich komme kurz auf das parlamentarische Verfahren zu sprechen. Wir haben im Wirtschaftsausschuss einen Änderungsantrag zu vier Punkten beschlossen, die wir heute als Beschlussempfehlung vorlegen. Dabei handelt es sich durchweg um sprachliche Klarstellungen und Anpassungen des Gesetzestextes an die Vorgaben der europäischen Richtlinie. Die wichtigste Änderung betrifft dabei den Absatz 4 des Paragraphen 13. Dabei werden Pflichten von Händlern formuliert, falls diese feststellen, dass ein von ihnen angebotenes Gerät nicht den grundlegenden Anforderungen des EMVG entsprechen. Hätten wir es hier bei der ursprünglichen Formulierung des Gesetzesentwurfs belassen, wäre dem Handel eine Verpflichtung zum Abstellen eines Zustandes auferlegt worden, deren Erfüllung die Händler ohne Mitwirkung Dritter, wie zum Beispiel durch die Hersteller, nicht hätte nachkommen können. Die nun gefundene Formulierung stellt genau dies nun sicher und sorgt für Rechtssicherheit bei den Beteiligten.
Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses haben sich vor allem, und das haben meine beiden Vorredner erwähnt, die Funkamateure engagiert eingebracht. Auch als Union haben wir uns intensiv mit den Forderungen auseinandergesetzt, da wir die Arbeit der rund 70.000 aktiven Funkamateure in Deutschland wertschätzen. Dies bezieht sich nicht zuletzt auf die Bemühungen, die von Seiten der Funkamateure unternommen werden, um zum Beispiel junge Menschen für Technik zu begeistern. Nach Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen sind wir aber zu dem Ergebnis gekommen, dass das bestehende Instrumentarium einen sinnvollen und vor allem verhältnismäßigen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen darstellt. Dass die gegenwärtige Regulierung funktioniert, wird nicht zuletzt durch die Statistik belegt, denn trotz der zunehmenden Verbreitung von EMV-relevanten Produkten, sprich Produkten, die prinzipiell dazu geneigt sind, die Störquelle als Störquelle zu fungieren, bleibt die Zahl der Störungsmeldungen auf Seiten der Funkamateure in den letzten Jahren konstant. Also es gibt keine zusätzlichen Störungsmeldungen in diesem Bereich. Die Zusammenarbeit der im Fall von Störungsmeldungen zuständigen Bundesnetzagentur sowie der Amateurfunker hat sich in der Praxis bewährt. Und weil der Kollege Lenkert vorher angesprochen hat, dass dann nur noch der Klageweg bleibt. Es gab im letzten Jahr meines Wissens genau zwei Klagen. Gleiches gilt für die im EMVG angelegten Ermessensspielräume für die Bundesnetzagentur bei Abwägung kollidierender Interessen. Hier ist das EMVG eindeutig und befindet sich damit auch in Einklang mit der neuen Richtlinie. Sowohl der europäische Richtliniengeber wie auch der deutsche Gesetzgeber trifft eine Abwägung, in welchen Fällen ein Betriebsmittel Vorrang vor anderen genießt und folglich eine Anordnung gegen jenen zu ergehen hat, der als Störquelle identifiziert wird. In diesem Sinne besonders geschützten Anwendungen sind die Störung des öffentlichen Telekommunikationsnetzes oder bei Gefahr von Leib und Leben. Und diese Fälle und eben nur diese Fälle sind bei der Störungsbeseitigung privilegiert. Der Amateurfunk fällt nicht unter diese Kategorie. Hier geht es beispielsweise um Fälle, in denen ein Fernsehgerät durch seine elektromagnetische Aussendung das Amateurfunkgerät eines Nachbarn stört. Das EMVG gewährleistet hier auch in Zukunft, dass die Bundesnetzagentur eine Abwägung der Interessen vornimmt, in der Zusammenarbeit mit den Beteiligten mithilft, eine Lösung zu finden. In einem gemeinsamen Gespräch mit Funkern und auch mit Bundesnetzagentur konnte man auch deutlich heraushören, dass das in den allermeisten Fällen absolut gelingt. So. Dieses Vorgehen hat sich in der Praxis bewährt. Dem Wunsch der Funkamateure, eine darüber hinausgehende Privilegierung zu erlangen, konnten wir uns aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nicht anschließen. Wir sind allerdings überzeugt, dass die Zusammenarbeit von Netzagentur als zuständiger Stelle der Marktüberwachung und Störungsbearbeitung auf der einen Seite sowie der Funkamateure auf der anderen Seite auch weiter konstruktiv sein wird und in der Praxis zufriedenstellende Lösungen gefunden werden. Denn um es klar zu sagen, durch die Neufassung des EMVG, wie wir sie heute vornehmen, findet keine Schlechterstellung des Amateurfunks im Vergleich zu seiner bisherigen Stellung statt. Dort bleibt es bei der gleichen Stellung wie im EMVG aus dem Jahre 2008. Bei dem vorliegenden Gesetz handelt es sich um eine nahezu inhaltsgleiche Umsetzung einer EU-Richtlinie in nationales Recht. Und ich bitte Sie um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Hans-Jörg Dorz. Und der letzte Redner in dieser